Piratenfraktion spricht nun Herr Schatz. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte meine Rede mit einem Zitat beginnen. Es stammt von Herrn Dr. Helmut Brocke, einem der Sachverständigen im Anhörungsverfahren. Es lautet: Mit dem Gesetz zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes sind keine Erweiterungen oder Verbesserungen der Korruptionsbekämpfung, der Korruptionsprävention in Nordrhein-Westfalen verbunden. Punkt. Mit diesem Satz ist das Ergebnis des Gesetzentwurfs im Prinzip auf den Punkt gebracht worden. Korruptionsbekämpfung ist ein äußerst wichtiges Anliegen. Herr Minister Jäger hat es in der ersten Lesung richtig gesagt. Es ist schleichendes Gift, das das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen zerstört. Das Thema ist aus unserer Sicht einfach zu wichtig, als dass es mit diesem hier vorliegenden Schnellschuss derart abgefertigt werden sollte. Sie, liebe Landesregierung, sind doch auch nicht ganz zu Unrecht so stolz auf Ihr Gesetz. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass es die eben gebührende Anerkennung bekommt, indem man sich mit diesem Gesetz mit entsprechender Intensität befasst und nicht wieder einmal, wie schon bei so vielen Gesetzen, wegen Fristablauf im Schnellverfahren durchpeitscht. Ja, und jetzt komme ich zu Herrn Bolte. Das Gesetz wurde schon im Juli eingebracht, das ist richtig. Das ändert aber nichts daran, dass es ein Schnellschuss bleibt. Und ich begründe Ihnen auch, warum. Denn bevor man sich an die Arbeit macht und ein derart wichtiges Gesetz mit Änderungen versieht, ist es zunächst einmal notwendig, den Änderungsbedarf zu ermitteln. Und dazu wurde dann richtigerweise im Ausschuss eine Anhörung beantragt. Dafür ist sie da. Aber wie so häufig fand diese Anhörung mal wieder erst kurz vor knapp statt, nämlich Anfang November. Das alleine wäre schon viel zu knapp, um bis zum Fristablauf am Ende des Jahres wirklich ordentlich zu arbeiten. Aber hinzu kommt, dass die Auswertung ja erst vor 4 Wochen starten konnte, nachdem alle Unterlagen schriftlich vorlagen. Das ist bei einem derart wichtigen Gesetz und bei einem derart wichtigen Thema, insbesondere bei der Fülle an Mängeln, die durch die Sachverständigen aufgedeckt wurden, schlicht und einfach zu wenig. Ich möchte beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einfach mal einige der Mängel nennen, die in der Anhörung genannt wurden. Die Sachverständigen sagen zum Beispiel, dass das Gesetz schon systematisch falsch aufgebaut ist, was zu Verständnisschwierigkeiten führt. Anstatt zum Beispiel das Korruptionsregister einerseits und die Vorschriften zur Vorbeugung und Transparenz andererseits, wie hier in einem Gesetz zu regeln, sollte dies laut den Sachverständigen in 2 getrennten Gesetzen erfolgen. Allein diese systematische Änderung bräuchte weit mehr als die 4 Wochen, die wir bis jetzt hatten. Was ist mit der Einrichtung eines Korruptionsbeauftragten? Fehlanzeige. Auch gibt es im neuen Gesetz keinerlei tatsächliche Verpflichtung, Meldungen zu machen, die eine Eintragung ins Vergaberegister zur Folge haben. Theoretisch ja, aber praktische Folgen oder praktische Konsequenzen, wenn man es nicht macht, hat das Gesetz keine. Wie sieht es denn aus, die Kommunen vor Schadenersatzansprüchen fernzuhalten, mit denen sie von den betroffenen Unternehmen für Eintragungen ins Vergaberegister konfrontiert werden? Auch das ist nicht geregelt. Es ist doch völlig nachvollziehbar, wenn die ohnehin schon klammen Kommunen lieber auf eine an sich nötige Eintragung verzichten, um nicht noch mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert zu werden. Whistleblower-Schutz, für uns Piraten sicherlich eines der wichtigsten Themen. Von allen Sachverständigen, von allen, im Kampf gegen Korruption unisono als herausragend wichtig und absolut nötig eingestuft, im Gesetzentwurf nicht mit einer einzigen Silbe geregelt. Ja, ich weiß, es ist eigentlich Bundessache und dort viel besser aufgehoben, dem widerspreche ich auch gar nicht. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber solange es auf Bundesebene eben nicht oder nur unzureichend geregelt ist, was hindert uns hier daran, diese Hinweisgeber mit allen uns im Land zur Verfügung stehenden Mitteln, so gut es hier möglich ist, zu schützen? Und das zum Beispiel insbesondere mit Mitteln dienstrechtlicher Art. Liebe Landesregierung, liebe regierungstragenden Fraktionen, Sie sind so stolz darauf, das einzige Bundesland zu sein, das ein Korruptionsbekämpfungsgesetz hat. Herr Minister Jäger sprach von einem Meilenstein, obwohl, und Herr Köpkes hat es auch gerade noch mal wiederholt, obwohl auch das eigentlich im Bund viel besser aufgehoben wäre. Und obwohl das so ist, haben Sie es hier. Ja, warum haben Sie denn solche Angst davor, einen solchen Meilenstein auch beim Thema Whistleblower-Schutz im Land zu etablieren? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Kurzum, lassen Sie uns dieses äußerst wichtige Thema bitte nicht derart übers Knie brechen. Das alte Gesetz, und auch da waren sich die Sachverständigen einig, war ja nicht von Grund auf schlecht oder ab sofort nicht mehr tragbar. Sie sagen doch auch immer, dass Sie Anhörungen ernst nehmen. Das ist doch jetzt Ihr neuer Stil. Aber wenn Sie Anhörungen ernst nehmen, wo sind Ihre Änderungsanträge? Nicht ein einziger. Das wurde vom Ausschuss unverändert angenommen. Bitte tun Sie mir den Gefallen und nehmen Sie Anhörungen nicht nur dann ernst, wenn es Ihnen in den Kram passt. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, lassen Sie uns das alte Gesetz noch einmal ein weiteres Jahr verlängern und dann im nächsten Jahr in aller Ruhe eine vernünftige Regelung finden, die alle Kritikpunkte berücksichtigt. Vielen Dank.